Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute bei euch in Siegburg zu sein. Ihr führt heute spannende Debatten über die Zukunft eures Landes, von der Wirtschaft über die Industriepolitik, die Entwicklung der ländlichen Räume, und ihr blickt zurück auf die Kommunal- und Europawahlergebnisse, von denen Monika zu Recht behauptet hat, das waren sehr gute Ergebnisse. Von mir aus allerherzlichste Glückwünsche für diese Ergebnisse, die ihr landesweit erzielt habt. Das wird euch allen Rückenwind für die Arbeit vor Ort im Land in den nächsten Wochen und Monaten geben. Und ich weiß, wie schwer das ist, diese Wahlkämpfe zu führen, gerade wenn wir diese Niederlage der Bundestagswahl zu überwinden hatten, die Mitglieder zu motivieren, die Wahlkämpfer, den Wahlkampf zu organisieren, die Wählerinnen zu mobilisieren. Und da geht mein ganz besonderer Dank natürlich an den Landesverband und in erster Linie an Monika und Sven. Es war eine tolle Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank. Wir haben uns eng abgestimmt, um die Europa- und die Kommunalkampagne zusammenzuführen, die Strategien auszuarbeiten. Wir haben eine knallgrüne Kampagne gemacht, haben unsere grünen Kernthemen wieder in den Fokus geschoben. Und ich glaube, das Wahlergebnis zeigt, mit diesen grünen Themen haben wir die Wählerinnen und Wähler angesprochen. Ich möchte mich natürlich heute im Besonderen bei Monika bedanken für die Zeit als Landesvorsitzende. Es hat mir in meiner, naja, recht kurzen Zeit sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Monika, zusammenzuarbeiten. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die weitere Politik. Du bleibst uns ja als Landtagsabgeordnete weiter in einem ganz wichtigen Thema, du hast es eben selber angesprochen, der Innenpolitik erhalten. Und ich möchte gerade besonders darauf setzen, dass wir hier eine ganz enge Abstimmung zwischen den Politikern aus Europa, der Bundestagsfraktion, dem Bundesvorstand und den Landespolitikern und Kommunalpolitikern haben, um ein zentrales Thema, den Flüchtlingsschutz, ganz stark in den Fokus unserer Arbeit zu rücken. Wir wollen den Flüchtlingen helfen, statt sie abzuschieben und abzuschotten. Wir wollen die Fluchtursachen bekämpfen. Wir wollen auch den Zugang zu Europa erleichtern und bessere Bleibe- und Arbeitsbedingungen schaffen. Wir wollen kein Europa, das die Zäune immer höher zieht, und auch keine nationale Politik, die zaudert, die dann mal ein weiteres Paket schnürt, um syrische Flüchtlinge aufzunehmen, die aber in allen anderen Fragestellungen immer wieder nur zaudern und zögern zeigt. Wir wollen eine gute, andere Flüchtlings- und Asylpolitik, und dafür streiten wir in den nächsten Monaten und Jahren, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin in diesem Kontext froh, dass gestern 8 Bundesländer im Bundesrat und darunter unsere 7 grünen Bundesländer ein klares Signal gegeben haben, dass wir nicht einverstanden sind, was die Bundesregierung plant bei den sicheren Herkunftsstaaten. Wir sind nicht der Meinung, dass in den Westbalkanstaaten keine Diskriminierung mehr stattfindet. Wir sind nicht der Meinung, dass dort Roma nicht mehr verfolgt werden. Wir sagen, diesen Entwurf der Bundesregierung, den lehnen wir ab. Wir wollen eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Lass mich auf die Europawahl noch mal zurückschauen. Wir sind als Grüne bei der Europawahl klar als drittstärkste Kraft hervorgegangen. Wir haben unser Wahlziel, ein zweistelliges Ergebnis, erreicht. Und wir haben damit das Tief der Bundestagswahl überwunden. Monika hat recht, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das bedeutet nicht, dass wir am Ende des Weges wären. Wir können noch mehr und wir wollen auch noch mehr. Und daran werden wir auch weiterarbeiten. Aber mit den Europa- und Kommunalwahlen haben wir wenigstens ein wichtiges Etappenziel geschafft, und das trotz schwieriger Ausgangsbedingungen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, das wird uns auch leider noch weiter begleiten, immer wieder über die Ukraine-Krise diskutiert. Wir waren damit konfrontiert, dass die 3-Prozent-Hürde weggefallen war, und es gab eine mediale Zuspitzung auf das Duell Juncker und Schulz. Und was man da jetzt sieht, die beiden wurden uns als Spitzenkandidaten vorgegaukelt, sollen aber beim Poker um den Kommissionspräsidenten jetzt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Merkels lauwarme Unterstützung für den Wahlsieger Juncker ist mehr als unglaubwürdig, wird keiner der beiden Kandidaten Kommissionspräsident, dann wäre das Betrug am Wähler, und es wäre auch eine Beschädigung der Demokratie in Europa, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir haben für ein demokratischeres Europa geworben und gekämpft. Wir wollen ein besseres Europa und keine Hinterzimmerpolitik. Dafür haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Und deswegen gilt mein besonderer Dank natürlich den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern hier aus Nordrhein-Westfalen, besonders unserem Spitzenkandidat Sven Giegold aus dem Kreisverband Düsseldorf. Und natürlich ganz herzlichen Dank auch an Terry Reinke als Spitzenkandidat in der Grünen Jugend. Ihr habt eine klasse Arbeit gemacht. Überall, wo man im Land unterwegs war, ich hatte ja auch ein paar Termine hier in Nordrhein-Westfalen, war auf euren Spuren unterwegs, da kam das rüber, dass ihr so unglaublich viel Power und Leidenschaft für die europäische Idee, für den europäischen Gedanken in den Wahlkampf reingebracht habt. Unser grüner Erfolg war ganz besonders euer grüner Erfolg. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir haben auch bei den Kommunalwahlen starke Ergebnisse erzielt. In Nordrhein-Westfalen ist es gelungen, das hat Monika eben gesagt, an das Rekordergebnis aus dem Jahr 2009 anzuknüpfen und die starken Ergebnisse in den Hochburgen wie Münster, in Köln und in Bonn zu verteidigen. Naja, auch wenn jetzt in Bonn Jamaika kommt, ich wünsche euch alles Gute. Ich habe meine Erfahrungen mit diesem Bündnis gemacht, aber man sollte die verschiedenen Ebenen durchaus nicht miteinander vergleichen. Deswegen viel Glück für eine gute kommunale Arbeit. Und mit den guten grünen Ergebnissen ist das ganze Land ein Stück grüner geworden. Diesen Trend haben wir festgestellt von Brandenburg bis Rheinland-Pfalz. Die weißen Flecken auf der Landkarte werden immer weniger. Die weißen Flecken werden grün. Und das ist ein guter Erfolg, der uns jetzt viel Kraft gibt für die weiteren Arbeiten und Konzepte in den nächsten Monaten. Und diese Erfolge, liebe Freundinnen und Freunde, die haben wir als Grüne erzielt und nicht als neue Öko-FDP. In den letzten Tagen ist da in meinen Augen eine sehr unglückliche Debatte entbrannt, ob die Grünen jetzt die neuen Liberalen sind. Herr Lindner war sichtlich aufgeschreckt, hat auch gleich reagiert. Ich glaube, ich kann ihn da beruhigen. Die Partei der Bürgerrechte waren wir Grüne schon immer. Und eine Partei, die für gesellschaftliche Vielfalt, für Emanzipation und individuelle Selbstentfaltung steht, das sind wir Grüne und nicht die FDP, liebe Freundinnen und Freunde. Und viele linksliberal denkende Menschen finden seit jeher den Weg zu uns. Diese Felder, die ich eben benannt hatte, hat die FDP sowieso schon lange geräumt, bevor sie ihre Schreibtische im Bundestag räumen musste. Und was den übrigen Nachlass der FDP angeht, Brüderles, Herrenwitze, der Steuersenkungsfetisch oder die neoliberale Privat-vor-Staat-Ideologie, diesen ollen Krempel könnt ihr behalten, liebe FDP. Den können Sie gerne behalten. Mit dem wollen wir Grüne gar nichts zu tun haben, Herr Lindner. Anders als bei der FDP hört bei uns Grünen auch nicht das kritische Denken auf, wenn es um den Freihandel geht. Wir sind für Handel, das ist klar, aber wir wollen einen Handel, der fair ist und nicht einfach nur frei. Und deswegen war es so gut und so wichtig, das Thema TTIP ganz früh auf die Agenda gesetzt zu haben. Mit unserer Kritik an TTIP haben wir zusammen mit den Verbänden und mit den Gewerkschaften die Große Koalition in den letzten Monaten unter Druck gesetzt. Es war gut, dass wir Grüne zu diesem Abkommen früh Stellung bezogen haben. Und ich danke euch explizit in Nordrhein-Westfalen, dass ihr mit einem Beschluss im Landesverband diese Position TTIP stützen frühzeitig unterstützt habt. Vielen Dank. Für uns ist klar, wir wollen kein Umwelt- und kein Sozialdumping. Wir wollen kein Einfallstor für die Gentechnik schaffen auf unseren Äckern und unseren Tellern. Es ist meines Erachtens schon katastrophal genug, dass sich die Umweltministerin vorgestern auf einen schmutzigen Deal eingelassen hat. Sie hat der Gentechnik quasi den Weg nach Europa eröffnet, indem sie national ein Anbauverbot unterstützt, aber europaweit die Zulassung auf den Weg bringt. Das ist ein Wählerbetrug. Die Bundesregierung hat es anders im Koalitionsvertrag angekündigt. Hier ist die Gentechnik auf dem Vormarsch. Das wollen weder die Verbraucherinnen und die Verbraucher noch wir, liebe Freundinnen und Freunde.
Und was TTIP angeht, wir wollen auch keine Sonderklagerechte für Konzerne, die unsere Demokratie aushebeln. Deshalb müssen diese TTIP-Verhandlungen gestoppt werden. Da ist der Kampf noch lange nicht zu Ende. Er fängt gerade erst an. Angela Merkel hat TTIP vor einigen Wochen ein großartiges Projekt genannt. Und die SPD, die im Europaparlament noch zugestimmt hat, hat kurz vor der Wahl zum Europaparlament ihre Position plötzlich geräumt. Auf diese beiden können wir uns sicherlich nicht verlassen. Deshalb kommt es bei TTIP auf uns Grüne an. Wir müssen verhindern, dass Merkels großartiges Projekt durchgepeitscht wird. Auf Kosten der Natur, auf Kosten der Verbraucher und auf Kosten unserer Demokratie. Das nehmen wir sicher als Auftrag aus der Europawahl mit, liebe Freundinnen und Freunde. Und, liebe Freundinnen und Freunde, was wir jenseits der Freude über das eigene Ergebnis sicher reflektieren müssen und mit Schrecken zur Kenntnis genommen haben, das sind die Erfolge der Rechtspopulisten in Europa, vor allen Dingen in Frankreich, in Großbritannien und in Dänemark. Das ist ein Rückschlag für Europa und es ist eine Ohrfeige für alle Politiker, die durch Anbiederung an den rechten Rand Wasser auf die Mühlen der Fremdenfeinde und Rechtspopulisten geleitet haben. In Deutschland waren das vor allen Dingen Horst Seehofer und die CSU, deren verlogene Kampagne gegen Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien war die allerunterste Schublade. Und dass die Kanzlerin dann noch kurz vor der Wahl Stimmungen geschürt hat gegen Migrantinnen und Migranten, das war niveaulos. Merkel hat gleich zwei Grundwerte in Frage gestellt, über Bord geworfen, die Freizügigkeit und die Idee des sozialen Europas. Aber wir sagen, ohne Freiheit und ohne soziale Dimension in Europa fehlt etwas beim europäischen Projekt. Es fehlen die Seele und die Menschlichkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist nicht das Europa, für das wir eintreten. Und Merkel und Seehofer müssen sich vorwerfen lassen, die AfD in Deutschland stark geredet zu haben. In Europa paktiert die Kanzlerin jetzt mit einer Fraktion, die der konservativen Fraktion Kammerans, bei der die AfD Unterschlupf gefunden hat. Liebe Freundinnen und Freunde, damit setzt die Kanzlerin ihre Glaubwürdigkeit völlig aufs Spiel. Sie kann nicht auf der europäischen Ebene einerseits mit Rechtspopulisten verhandeln, auf der anderen Seite sagen, die AfD spiele im Unionskontext in Deutschland keine Rolle. Das ist unglaubwürdig. Wir verlangen, dass die CDU, dass die Union hier eine klare Position gegen die AfD bezieht, liebe Freundinnen und Freunde. Die AfD, das sind die Leute, die im Zeitalter der Globalisierung ihr Heil in nationalen Lösungen suchen, denen das angestaubte Feindbild der CSU, Familienbild der CSU noch nicht konservativ genug ist und die immer noch nicht akzeptieren wollen, dass Schwule und Lesben gleiche Rechte verdienen, liebe Freundinnen und Freunde. An diesen Punkten werden wir die AfD packen und wir werden sie inhaltlich stellen, weil sie liegt vollkommen daneben. Wir wollen Rechtspopulisten, Homophobe, Rassisten stellen und wir dürfen sie nicht noch tolerieren. Für uns ist es wichtig, dass wir die Integration Europas vorantreiben, dass wir zusammen aus der Krise kommen. Da ist ein Zurück in die Nationalstaatlichkeit der falsche Ansatz. Das erleben wir doch gerade bei der Ukraine-Krise, wo wir so sehr dafür werben, dass Europa mit einer Stimme spricht, dass wir für den Frieden und Zusammenhalt in Europa, dass wir den weiterentwickeln, dass wir den erhalten können, dass Europa weiterhin für Diplomatie, für Deeskalation wirbt und dass das Land und die Region eine friedliche Perspektive bekommt, nicht nur für die nächsten Jahre, auf Dauer. Wir wollen keine Zerrissenheit dieses Landes, sondern keine Zerrissenheit der gesamten Region. Hier ist es wichtig, dass wir als Europa eine klare Haltung formulieren, die diese friedliche Lösung vorzeichnet. Wir wollen keine Ausgrenzung, Nationalismus, wir wollen ein Miteinander und das gilt auch für die Staaten, die wir unterstützen wollen, wie die Ukraine, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen ein Europa der Teilhabe, der sozialen Rechte und der Sozialstandards für alle. Und wir brauchen hier Solidität und Solidarität. Wir diskutieren das schon lange. Für uns ist klar,
der Spardruck alleine beendet die Krise nicht. Deswegen müssen gegen die wachsende Arbeitslosigkeit auch endlich Investitionsprogramme vorangebracht werden. Der Green New Deal war eine gute Idee, den müssen wir weiterentwickeln. Wir wissen, der Klimaschutz ist eine wichtige Investition, aber der Klimaschutz ist auch eine moralische Verpflichtung, liebe Freundinnen und Freunde. Auch das hat Monika eben angesprochen. Die verheerenden Unwetter in dieser Woche haben in Nordrhein-Westfalen Menschenleben gefordert und enorme Schäden angerichtet. Ob das schon eine Folge des Klimawandels ist, lässt sich oft nicht an einzelnen Ergebnissen festmachen. Aber die Klimaforscher sind sich einig, dass diese Trends der zunehmenden Wetterextreme eindeutig auf den Klimawandel hinweisen. Und der IPCC, der Weltklimarat, hat gewarnt, es ist 5:05. Wir müssen handeln, wir dürfen die Hände nicht länger in den Schoß legen, wie das die Bundesregierung macht, liebe Freundinnen und Freunde. Die Umweltministerin hat neulich eingestanden, dass wir dabei sind, die Klimaziele krachend zu verfehlen. Das Ziel, die deutschen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40% zu senken, ist kaum noch einzuhalten. Das ist eine niederschmetternde Klimabilanz für 8 Jahre Kanzlerin Merkel, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen, dass der Klimaschutz eine starke Stimme bekommt. Wir wollen weiter dafür werben, dass wir das 2-Grad-Ziel einhalten, dass es nicht weiter zu Stürmen, zu Katastrophen kommt, die hier vielleicht noch glimpflich ablaufen, in anderen Teilen der Welt zu katastrophalen Folgen kommt. Wir wollen, dass die Große Koalition im Kampf gegen den Klimawandel getrieben wird von unserer Seite. Und wir kämpfen weiter, liebe Freundinnen und Freunde, für den Klimaschutz und für die Energiewende in Deutschland. Und wie es besser geht, das habt ihr in Nordrhein-Westfalen. Das hat gerade Johannes Remmel vorgemacht. Mit dem ersten wirklich vorbildlichen Klimaschutzgesetz in Deutschland und mit dem ehrgeizigen Vorhaben, da den Anteil der Windkraft bis 2020 zu verfünffachen. So wird es gemacht, liebe Freundinnen und Freunde. Und da kann es nicht sein, dass die Bundesregierung hier kein Vorbild sieht, sondern den einzelnen Bundesländern Knüppel zwischen die Beine wirft und das EEG torpediert. Da sind wir dagegen. Wir wollen eine EEG-Reform, die die erneuerbaren Energien weiter auf dem Erfolgskurs begleitet und sie nicht ausbremst. Wir wollen, dass die Windkraft an Land nicht abgewürgt wird. Da gab es die Erfolge der grünen Minister. Aber wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass es keine Sonnensteuer gibt, dass wir nicht die kleine dezentrale Photovoltaik ausbremsen und damit die Bürgerenergie torpedieren, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann nicht sein, dass die Besitzer kleiner Photovoltaikanlagen abkassiert werden, während die Privilegien der Kohlewirtschaft unangetastet bleiben. Genau das wird aus der Energiewende, wenn Kohle-SPD und die Kohle-CDU gemeinsam Politik machen. Und überhaupt, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, wir müssen über die Kohle reden. Das sage ich gerade hier in diesem Land. Deutschland hat letztes Jahr so viel Braunkohle verstromt wie nie zuvor seit der deutschen Einheit. So darf es sicher nicht weitergehen. Wenn Deutschland Kohleland bleibt, dann kann es kein Energiewendeland sein. Und das heißt, wir müssen auch über die Veränderung der Kraftwerkslandschaft diskutieren. Klar ist für uns alle, der Weg aus der Kohle wird sicher kein hastiger sein. Wir reden hier über einen Prozess. Dafür braucht es Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die Betroffenen. Und ihr wisst, ich stamme zwar aus einem kleinen Kohleland, habe aber den Prozess des Strukturwandels durchaus aktiv begleitet. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, einen klaren Fahrplan. Wir haben auch den Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau organisiert. Und es geht jetzt darum, dass wir einen Plan entwickeln, dass wir Leitplanken entwickeln, wie der Kraftwerksumbau weitergeht, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu, und da freue ich mich ganz besonders, dass Bärbel auch heute hier ist, dazu zählt natürlich der Entwurf eines Klimaschutzgesetzes, den Bärbel gerade in den Bundestag eingebracht hat. Und mit Blick auf die ineffizienten Kohleschleudern arbeitet Oliver an einem Modell für CO2-Grenzwerte, wie es sie ja schon in Großbritannien gibt. Das sind 2 ganz wichtige Initiativen, 2 Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen. Die wollen wir unterstützen. Das ist ein tolles Signal. Hier machen wir Klimaschutz und keinen Klimawandel, liebe Freundinnen und Freunde.
Und ein tolles Signal war auch, dass ihr hier in der rot-grünen Landesregierung bei Garzweiler II ein klares Zeichen gesetzt habt. Es ist wichtig und erstmals in der Geschichte, dass ein schon genehmigter Tagebau nicht ausgeschöpft, sondern eingeschränkt wird. Ich war letzten Monat zum ersten Mal selber in Garzweiler und in Hambach. Und ich stand am Rand dieser Gruben, dieser riesigen, abgebaggerten Felder, habe mit den Menschen vor Ort gesprochen, vor allen Dingen auch mit denen, die jetzt in den Häusern bleiben dürfen. Und liebe Freundinnen und Freunde, es war wirklich einer der bewegendsten Momente, die ich hatte, dass Menschen sagen, sie könnten ihre Heimat bleiben und werden nicht ihrer Heimat entraubt. Das ist der Punkt, an dem wir weiterarbeiten wollen. Und wir tragen das natürlich in die anderen Bergbauregionen. Wie wichtig war das Signal für die Länder, die jetzt in den Wahlkampf gehen, um zu sagen, wir wollen eine andere Energie, eine andere Kohlepolitik. Dass es in Sachsen und in Brandenburg auch zu einem Stopp des Abbaggerns kommt. Es wurden jetzt gerade in Brandenburg ganz andere Weichen gestellt. Da muss ich auch die Linke mal sagen lassen. Sie steht oft mit den Fahnen bei den Energiewende-Demos dabei, aber bei der Kohle ist sie für die Abbaggerung. Das ist kein Signal für den Klimaschutz. Wir haben die Alternativen aufgebaut. Vor gut anderthalb Jahrzehnten mit dem EEG, es sind fast 400.000 Arbeitsplätze geschaffen worden, eine riesige regionale Wertschöpfung auf den Weg gebracht in den Kommunen, eine Demokratisierung der Energiewende. Ich habe eben von der Bürgerenergie schon gesprochen. Jede zweite Kilowattstunde Ökostrom stammt aus der Hand der Bürgerinnen und Bürger. Liebe Freundinnen, das lassen wir uns nicht kaputt machen. Wir wollen die Energiewende vor Ort für einen globalen Klimaschutz. Dafür kämpfen wir. Und natürlich wollen wir, das ist immer diese elende Deindustrialisierungsdebatte, lasst euch das nicht um die Ohren hauen. Wir wollen, dass Deutschland Industrieland bleibt. Aber für uns ist doch genauso klar, aus allen Erfahrungen, Deutschland bleibt nur Industrieland, wenn es ökologische und soziale Standards setzt. Es bleibt nur ein Land der Zukunft, wenn es diesen Herausforderungen begegnet und auch eine ganz klare Entwicklung zeigt in Richtung ökologischer Produktion. Deswegen ist es so gut, dass ihr heute das Thema grüne Wirtschafts- und Industriepolitik auf die Agenda gesetzt habt. Darum geht es in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen. Leider haben da SPD und Union beide, die geben sich da leider nichts, wesentlich angestaubtere Vorstellungen von Industriepolitik. Und die heißen Bestandsschutz für die Industrie und Bestandsschutz für die alten Energien. Das ist kein nachhaltiges Konzept, das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Und, liebe Freundinnen und Freunde, es ist auch nicht sozial, weil wer wie die RWE, das RWE, die Perspektiven verschlafen hat, der riskiert auch zukunftsfähige Arbeitsplätze, der riskiert, dass sich das Land weiterentwickeln kann. Darüber muss man mit den großen Energiekonzernen in diesem Land sprechen. Und daraus müssen Sie sich auch sagen lassen, dass Sie riskieren, dass die Entwicklung hier in diesem Land nicht weitergeht, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen diese Entwicklungen weiter antreiben. Energieeffiziente Produkte, Kreislaufwirtschaft, umweltschonendes Arbeiten und Wirtschaften, neue Ansätze wie die Kultur des Teilens, die immer wichtiger wird. Und natürlich braucht es dazu eine gut funktionierende Infrastruktur. Deutschland rückt immer weiter davon ab. Und Monika, ich bin dir dankbar, dass du das Stichwort geliefert hast. 130 Milliarden Euro beträgt alleine der kommunale Investitionsstau in Deutschland. Mittel für Gebäudesanierung, für Bildung und Straßen fehlen an allen Ecken und Enden. Wo ist da das Land der Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde? Und nochmals, 130 Milliarden Euro beträgt die kommunale Schuldenlast. Allein die Kassenkredite sind auf 50 Milliarden Euro angeschwollen. Die Bundesregierung, die schaut tatenlos zu. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Beispiel die zusätzlichen 5 Milliarden Euro, die über das Bundesteilhabegesetz fließen sollen, kommen erst 2018. Und die Kompensation für die Verschiebung der zugesagten Sofortentlastung von 1 Milliarde Euro ist auch auf das nächste Jahr verschoben. Und was die 6 Milliarden Euro für Bildung und Betreuung angeht, da gebe ich Silvia Löhrmann absolut recht. Das reicht für eine sozial ausgerichtete Bildungspolitik nicht aus. Liebe Freundinnen und Freunde, die Bundesregierung lässt die Kommunen am langen Arm verhungern. Das machen wir nicht mit.
Und lasst mich in diesem Kontext auf eine spannende Debatte hinweisen, die derzeit global geführt wird, angeregt durch ein Buch eines Franzosen, eine Gerechtigkeitsdebatte des Franzosen Piketty. Er zeigt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und er zeigt auch, dass die ungleiche Verteilung von Vermögen zu einer immer ungerechteren Verteilung von Bildungs- und Aufstiegschancen führt. Die soziale Durchlässigkeit unserer Gesellschaft nimmt ab. Die Herkunft ist wichtiger als Talent oder Fleiß. Und das zeigt auch gerade der aktuelle Bildungsbericht, der gestern vorgestellt wurde. Liebe Freundinnen und Freunde, Piketty spricht zu Recht von einer Refeudalisierung der Gesellschaft. Das sollte für uns Grüne eine relevante Debatte sein. Zu unserem grünen Gerechtigkeitsbegriff gehört ja beides, die Verteilungs- und die Chancengerechtigkeit. Darüber wollen wir als Grüne weiter diskutieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir leben von diesen spannenden Debatten. Wir wollen diese spannenden Debatten führen. Ich habe beim Länderrat dafür appelliert, dass wir gerade das Thema Steuerdebatte intern heftig diskutieren, aber nicht einzelne Vorstöße über die Presse dazu machen. Das ist ein Thema, was uns seit Jahren beschäftigt. Wir wollen die Debatten in einem lebhaften Prozess organisieren. Und deswegen hat der Länderrat ja auch 4 Workshops angestoßen zu den Themen Freiheit, Ernährung, Zeit, Politik, Wachstum und Wohlstand. Ich freue mich auf diese Debatten und ich hoffe, dass ihr euch rege beteiligt, dass ihr in den Landes- und Kreisverbänden darüber diskutiert. Wir werden Debattenforen einrichten, um hier eine lebhafte Diskussion über Themen zu erzielen, die die Menschen bewegen, die in der Gesellschaft immer mehr um sich greifen, dass wir nicht einfach weitermachen wollen und dass wir als Grüne auch nicht immer weitermachen wollen mit unserem Kurs, sondern dass wir auch mal innehalten, überlegen, was sind neue Themen, die wir aufgreifen können und wollen. Und da gehören diese Themen mit Sicherheit dazu. Ich bitte euch, darauf möchte ich jetzt im letzten Absatz noch zu sprechen kommen, bringt euch bitte auch in den Wahlkämpfen im Osten ein. In Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt. Wir wollen in allen 3 Ländern stärker werden, liebe Freundinnen und Freunde. Helft dabei mit. Die grünen Landesverbände haben ja Angebote gemacht, wie man Sommerurlaub im Grünen mit Wahlkampf für die Grünen verbinden kann. Deswegen überlegt euch das gut in den nächsten Wochen und Monaten. Plant Auftritte, plant Besuche in den 3 Ostlandesverbänden, die Wahlen haben. Wir wollen nach den Landtagswahlen auch im Osten was zu feiern haben. Und deswegen bitte ich euch, bringt euch dort ein, wenn ihr Kraft, wenn ihr Zeit habt. Wir brauchen jeden und jede, der vor Ort Wahlkampf macht. Die Wahlkämpfe in diesen 3 Ostlandesverbänden sind für uns von ganz zentraler Bedeutung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, dass auch von diesem Parteitag die Debatten über die Zukunft des Landes, über die Zukunft einer grünen Industrie- und Wirtschaftspolitik, über die Entwicklung der ländlichen Räume weitergetragen wird in die anderen Bundesländer. Ich wünsche euch gute inhaltliche Beratungen, eine gute Zusammenarbeit wünsche ich mir natürlich auch mit dem neuen Landesvorstand. Ich bin dann gespannt, wen ihr heute gewählt habt. Wenn ich nachher nach Hause komme, gucke ich mir das auch gleich an. Und ich freue mich auch wiederzukommen. Und das in 3 Wochen beim CSD in Köln. Da werden wir feiern. Da werden wir das Rosa Köln feiern, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank.